Also, herzlich willkommen zu meinem zweiten Bossfight-Video. Das ist auch immer noch aus dem Stream, wo wir den Baumwächter besiegt haben. Das ist jetzt der Bestienmensch von Farum Azula. So rum was. Ich habe mir immer nur gedacht, Bestienmensch. Den haben wir in der Höhle gefunden, recht am Anfang des Gebietes. Ihr werdet das dann sehen. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen, damit die Reihenfolge und seine Angriffsfolge bisschen zu studieren. Ich bin komplett blind reingegangen und hatte echt Schwein gehabt, dass ich das überlebt habe, weil ich war total heillos überladen und habe das erst dann im Nachhinein mitgekriegt im Stream, weil ich dann eben die Ausweichrollen nicht mehr ordentlich machen konnte. Aber es ist zum Glück gut gegangen. Merkt ihr dann auch an meiner Reaktion dann im Stream. Ja, ich hoffe, ich kann euch damit helfen, ein bisschen die Reihenfolge der Angriffe zu lernen oder wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Ich bin ein absoluter Noob, was das angeht. Schauen wir mal, vielleicht habt ihr auch mal Tipps für mich, was ihr reinschreiben könnt, gerne. Oder wenn ich euch helfen könnte, dann lasst mich das auch gerne wissen. Ich freue mich über jeden, der mir schreibt und neu dazu kommt. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Bis dann. Jetzt haben wir 4000 Dingens. Oh, da ist ja eine Höhle. Die Höhle habe ich da noch nie gesehen. Wichtig ist, dass ihr in der Höhle, also aus meiner Sicht mit Fernkampfwaffen, die Wölfe, die dann dort kommen, auf jeden Fall erledigt. Da macht ihr euch das Leben extremst leicht oder leichter. Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen. Das seht ihr jetzt gleich, was ich meine, wenn wir dann in die Höhle richtig reingehen. Die sind in der Höhle die ganzen Wölfe verstreut und dann, wenn ihr am Ende seid, kommt ihr zum Bestienmensch. Incoming. Was ist das? Nein! Also heute hält mich nichts auf! Das war knapp. Guckt euch mal das Leben an.